sagen, Wäscheklammern. Ich bin reingestolpert. Ja, die habe ich schon gesucht. Die habe ich zum Basteln für die Schmetterlinge. Ah, du bastelst schon wieder? Zeig mal. Guck mal. Oh, das ist schön, ne? Ja. Den blauen, hast du Lust? Oh, ja, darf ich mitmachen? Aber klar. Cool, zeig mir, wie es geht. So, für den Schmetterling brauchst du eine Holzwäscheklammer, eine schöne. Habe ich im Ohr? Ja, die brauche ich später wieder. Oh, okay. Mhm. Dann ein schönes buntes Muffinsförmchen, am besten das große. Man kann auch kleine Schmetterlinge basteln mit kleinen Muffinsförmchen. Ja, süß. Aber schön sind die großen mit einem schönen bunten Design. Dann brauchst du noch so buntes Papier für die Fühler später. Und einen schwarzen Stift oder wahlweise für die Augen. Noch diese Kulleraugen. Diese Kulleraugen. Hast du gerne mit Kulleraugen. So lustig, gell? Ja. Okay, gut. Das Ganze sieht dann später so aus. Oh, der ist ja echt hübsch. Genau, der ist toll geworden schon. Mhm. Mhm. Okay, so, pass auf. Du nimmst das Muffinsförmchen, machst es einmal glatt und faltest einmal zur Mitte. Zur Hälfte. Genau. Und streichst es schön glatt. So. Und dann faltest du das Ganze nochmal zur anderen Seite. Dann gibt es ein Viertel. Genau, dann hast du quasi so ein Viertel Muffinförmchen. So, davon brauchen wir zwei. Okay, also nochmal. Schau mal, da haben wir schon ein anderes vorbereitet. Boah, du bist ja perfekt vorbereitet. So, dann haben wir schon mal die Flügel. Die kleben wir jetzt schon mit Flüssigkleber so ein bisschen aufeinander. Dann hält es später ein bisschen besser. Vorsicht, dass du dir nicht die Finger zusammenklebst. Ja, genau. Und auch am besten legst du dir vorher schon eine Unterlage drunter, damit das Ganze später nicht auf dem Tisch kleben kann. Ja, das wäre gut. Okay, nur ganz wenig davon. So. Das drückst du dann so ein bisschen aufeinander. So, das klebt relativ schnell. Dann kannst du daran auch schon die Fühler dran kleben. Da nimmst du einfach so einen ganz dünnen Papierstreifen und schneidest den vielleicht noch einmal durch, damit es ganz feine Fühler werden. So musst du aufpassen, dass du dich nicht schneidest. Das ist aber anstrengend. Da kann dir vielleicht am besten deine Mama helfen, dein Papa helfen oder deine Geschwister, dass du dir da nicht weh machst. So, dann brauchst du wieder den Kleber. Dann machst du wieder zwei kleine Tupfen auf die Muffinsförmchen drauf. So. Dann klebst du die da mit dran. Vorsicht mit den Fingern. Ja, da muss man jetzt echt aufpassen, dass man den Kleber nicht auf den Fingern hat. So, einmal. Und zweimal. So. Sieht schon echt gut aus. Jetzt fällt noch der Körper vom Schmetterling. Genau. Jetzt brauchen wir nochmal den Flüssigkleber, damit später die Flügel vom Schmetterling nicht aus der Wäscheklammer rausfallen. Und machst du in der Mitte auch nochmal einen Tupfen mit dem Flüssigkleber. Dann nimmst du die Holzwäscheklammer mit der Klammer nach oben. Genau. Und klippst du einfach dann hier Da rein, genau. So, boah, guck mal, das sieht doch schon mal gut aus. Voll schön, ja. Okay, was fehlt noch? Die Augen. Richtig. Die Kulleraugen. Sag mal, Kulleraugen nehmen. Okay. So, dann nehmen wir am besten kleine Kulleraugen. Die gibt es in verschiedenen Größen. Und die, entweder es gibt welche, die kleben hinten selber. Da ziehst du dann die Folie ab oder nimmst auch wieder Kleber. Und dann kommen die Kulleraugen auf den Schmetterling drauf. So. Okay. Guck mal. Oh, der ist ja voll schön. Jetzt fehlt noch ein Mund. Genau, der Mund fehlt noch. Und dann haben wir es auch schon fast geschafft. Ja. So, der Schmetterling soll ja lächeln. Der kriegt ein schönes Lächeln noch mit einem schwarzen, wasserfesten Stift drauf gemalt. Und fertig ist der Schmetterling. Ah, voll schön. Du sagst ja. Ja. Tauschst du mir das am Ohr? Aber klar. Ha. Wunderschön. Wie sieht's aus? Super. Ha. Steht ja sehr gut.